Lasst uns über Elf reden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier mit vielen milden Gaben, denn ich habe einige Produkte von Elf über die letzten Monate gesammelt, um ein Video zu machen. Denn, Drumroll, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, dass wir Elf nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Nicht nur wir hier auf meinem Kanal, sondern wir alle im Kollektiv. Die Marke ist eine super affordable Drogeriemarke mit meiner Meinung nach völlig unterschätzten Produkten. Und einige Produkte habe ich schon oft benutzt, einige Produkte kennt ihr schon. Einige Produkte werden wir heute aber auch das erste Mal benutzen. Einfach so ein, ja, so ein mehr oder weniger Full Face Elf. Abgesehen davon wird das Ganze sehr herbstlich, denn es regnet, die Blätter werden langsam gelb hier vor meinem Fenster, da wo ich noch rausgucken kann, weil ich alle meine Scheiben bekleben musste, damit niemand mehr in meine Wohnung schauen kann und mir dann schreibt und Fotos schickt. Aber ich freue mich, Freunde. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Happy Monday. Heute ist Montag, also heute ist für mich Donnerstag, aber für euch am Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Falls ihr neu seid, könnt ihr meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Im Moment freue ich mich, dass wir wieder ganz schnell wachsen und ich freue mich auch, dass es bald ein neues Produkt geben wird von mir, was für alle was ist, denn wenn ihr hier auf meinem Kanal seid, dann interessiert ihr euch alle für das ein oder andere Produkt. Und ich verrate nicht zu viel, aber das nächste Produkt, was von mir kommen wird in den nächsten 2 Wochen, ich warte gerade auf das Go noch, das hat meine Make-up-Routine geändert und ich habe es jetzt bewusst in den letzten Videos nicht mehr benutzt, damit ihr es nicht seht. Aber ihr wisst, was es ist. Oder die meisten. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit dem ersten Produkt. Und das ist der Poreless Putty Primer. Der ist ein Dupe, den habe ich schon mehrfach benutzt, zum Tatcha Silk Canvas Primer. Ich hatte damals, oh Gott, vielleicht finde ich das Video noch, ein Video hochgeladen. Da habe ich mir diesen Silk Canvas Primer bei Amazon für 90 Euro gekauft, glaube ich. Der kostet in Amerika, glaube ich, nur 60 oder 50 oder so. Und habe den gegen diesen hier antreten lassen. Und ganz ehrlich, der war besser. Ihr kennt vielleicht den Benefit Professional. Der ist ja sehr, sehr trocken. Den gibt es mittlerweile in der Hydrating-Version. Aber vom Effekt auf der Haut, also dieses Pore Blurring, ist der genauso, ohne dass ihr so trockene Stellen auf der Haut bekommt. Also ihr seht, es ist immer noch Glow hier in meiner T-Zone, beziehungsweise da, wo ich jetzt den Primer aufgetragen habe. Aber die Poren werden halt einfach minimiert. Und ihr könnt wirklich das Produkt gut aufbauen. Ich habe im Moment ein bisschen vergrößerte Poren. Ich habe nämlich in den letzten Tagen viele Treatments gemacht, um die Poren einfach sauber zu kriegen. Ich arbeite gerade auch wirklich an einem Skincare-Video. Ich tue mich da auch mit Shenya zusammen, damit ich euch einfach nicht Quatsch erzähle. Weil, also klar, ich weiß, was für meine Haut funktioniert und das gebe ich euch auch immer mit. Aber Shenya hat einfach nochmal andere Sichtweisen auf die Skincare und deswegen wollte ich sie damit so ein bisschen ins Boot holen. Der Primer ist ganz, 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 ganz toll. Ihr kriegt die Produkte online. Manchmal gibt es einzelne Aufsteller in der Drogerie. Ich gucke mal, dass ich euch alle Produkte, die ich verwende, verlinken kann. Bei Douglas gibt es eigentlich alles von Elf und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Also muss man schon sagen, klar, es ist jetzt nicht Rival de Loup günstig, aber Foundation 9,99 €, der Primer glaube ich 4 €, die Mascara auch so um die 10 € alles. Also eine solide Drogeriemarke. Und wir machen weiter mit der Foundation, denn die hatte ich euch gezeigt in einem kompletten Video. Das ist die Elf CC Camo Cream. Das ist ein 1:1, ich würde sagen sogar 2:1 Tube zu der It Cosmetics CC Cream. Selbes Finish. 10.000-fach günstiger und sie hält besser. Sie ist auf der Haut nämlich nicht so ultra. Die CC Cream von It Cosmetics, vielleicht mache ich da mal ein Side-by-Side, wenn ihr darauf Lust habt, ist sehr, so ein bisschen pastig. Das ist von der Textur her wie eine Foundation. Aber wenn ihr wirklich auf Glow, Glow, Glow steht, habe ich hier diese hier. Das ist die Oil-Free Foundation. Ich weiß nicht, wie sie genau heißt. Ich glaube einfach nur Oil-Free. Und diese Foundation ist eine der schönsten Foundations, die ich kenne. Ich habe die Empfehlung von Sheilan bekommen. Vielleicht kennt ihr sie von TikTok oder von Instagram. Ein fantastisches Produkt.
Ein Glow, der den ganzen Tag hält, ohne dass es rutscht, denn hier ist kein Öl mit drin und somit könnt ihr das, auch wenn ihr eine ölige Haut habt, recht gut tragen. Es verstopft nicht die Poren, es sieht einfach nur fantastisch aus. Ich benutze heute aber die Camo Cream. Ich habe die jetzt hier in der Farbe 210. Die ist ein bisschen hell, aber das ist nicht so schlimm. Und ich mische mir das Ganze auf meiner Mischplatte, verlinke ich euch einmal unten. Genau für sowas ist es praktisch. Ich gehe trotzdem immer mit einem Pinsel hinten rein, egal ob ich sie einzeln oder nicht mische. Ich finde, das sorgt dafür, dass die Pigmente, das kann man nicht so gut schütteln wie eine superflüssige Foundation. Und wenn ich das so ein bisschen verteile, dann mache ich die Pigmente noch mal ein bisschen kleiner, dann sorge ich dafür, dass das einfach sehr ebenmäßig ist. Und dann tragen wir uns das Ganze einmal auf der halben Seite auf. Und dafür benutze ich einen Pinsel von Letizia und gehe hier einfach rüber. Also die ist von der Textur her auch ein bisschen pastig. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr es natürlich sehen könnt. Und zwar sehr, sehr nah. Also bleibt bei mir. Man kriegt sie recht gut verblendet. Also bei der IT Cosmetics hatte ich zwischendurch dann immer mal das Gefühl, dass es zu pastig ist, so dass man es kaum verblendet kriegt, weil sie auch recht schnell irgendwie sich mit der Haut verbindet. Hier habt ihr einen Moment Zeit und habt einfach ein so ebenes Ergebnis ohne, und das ist halt, ich habe immer Angst gehabt vor dem Wort CC Cream, weil ich panische Angst vor BB Creams habe. Ihr kennt mich mittlerweile, ne? Hier habt ihr wirklich eine ultra hohe Deckkraft auch, ne? Ohne dass sie zu cakey aussieht. Also mein Standardvergleich ist immer die Huda Beauty Foundation. Viele werden sie kennen. Falls ihr sie nicht kennt und eher Team Drogerie seid, im Foundation-Bereich die Maybelline Superstay. Nicht die Active Wear, sondern die Originale. Die ist Full Coverage und du siehst, dass das Make-up ist. Hier, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich euch ranhole, gibt es das nicht. Also das ist einfach wie eine Second Skin. Und für den Preis, und das weiß ich nicht, warum da nicht so viel drüber gesprochen wird, weil die Shade Range von e.l.f. ist super. Die Qualität von e.l.f. ist super. Die Preise von e.l.f. sind fantastisch. Warum reden wir nicht darüber? Und ich glaube, ich weiß die Antwort schon so ein bisschen. Es gibt sie halt nicht in der Drogerie. Manchmal gibt es das, aber halt nicht immer. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir YouTuber oder generell wir Konsumenten alle einfach, ich bin ja auch Make-up-Konsument, wir gehen in die Drogerie, sehen das, was da ist und kaufen das, was da ist. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir etwas nicht sehen, dann ich gebe ja nicht bei Google ein, ich suche eine Foundation, die das und das und das kann und dann kommt eine raus, so läuft das ja nicht. Deswegen hoffe ich, dass ich euch mit diesen Videos immer so ein bisschen helfen kann. Das Video ist natürlich auch nicht gesponsert von e.l.f. Ganz, ganz wichtig. Ich hole euch ran. So, seht ihr das Ergebnis? Hier, Gruß geht raus, der war ganz schön wild. Aber ihr seht, ne? Ihr habt also man sieht meine Hauttextur. Ich hole euch noch ein Stückchen heran. Man sieht meine Hauttextur. Man sieht, dass ich ein Mensch bin, ja. Im Moment ist die Haut recht okay. Aber hier haben wir halt diese Unebenheiten, ne? Alles ist so ein bisschen rötlich und so leichte Unruhen. Und hier ist es einfach gorgeous. Oh, wieder ein Stückchen raus, dass wir die andere Seite auch nochmal auftragen können. Und ich habe nicht viel Foundation benutzt, ne? Also das ist wirklich ein Pumpstoß, anderthalb vielleicht gewesen. Und dadurch, dass ich das mit einem Pinsel auftrage, kann ich auch die Deckkraft so ein bisschen besser anpassen. Jetzt schaut hier mal den Kollegen hier oben an. Ich gehe einfach hier mit dem Pinsel. She's gone. Das Schöne bei diesen CC Creams ist, sei es die von e.l.f. oder die von IT Cosmetics, ihr braucht nicht unbedingt mit einem Schwamm rübergehen. Ich mache das aber doch ganz gerne, weil manchmal hinterlässt ein Pinsel oder kommt so ein Pinsel nicht an jede Ecke ran und manchmal hat man so einen Streifen und ich bin ja ein großer Fan von ebenmäßigen Grundlagen. Meine Lidschattenlooks, da kann mal ein Fleck sein, da kann mal dies, da kann mal das sein, ne? Aber bei meiner Base bin ich tatsächlich echt ein bisschen picky und gehe einfach ohne neues Produkt rüber. Der nimmt natürlich auch noch so ein bisschen überschüssiges Produkt weg. Und ihr habt im T-Zone-Bereich durch diesen Putty Primer einfach ein recht ausgeebnetes Finish. Klar, ihr könnt da noch reinspachteln, wirklich wie als würdet ihr eure Mietwohnung verlassen und müsst die Wände neu machen. Könnt ihr machen. Ich mag das aber ganz gerne, wenn so ein bisschen Pore durchscheint, wenn so ein bisschen Hauttextur da ist. Ich ärgere mich ein bisschen, denn eigentlich gibt es den Camo Concealer. Und ich finde den nicht. Den gibt es in Matt und den gibt es in Glowy. Keine Ahnung, wo er ist. Ich habe ihn nicht gefunden. Es ist aber auch noch ein bisschen zu früh, um den jetzt irgendwo zu finden. Und ich weiß nicht mal, ob es den stationär irgendwo gibt. Meine Haare machen mich fertig heute. Aber die Base
ist perfekt. Ich könnte mir eigentlich nochmal hier mit der Foundation, komm, wir nehmen wirklich keine anderen Produkte jetzt gerade mal. Ich nehme einfach die Foundation und baue mir das unter den Augen auf. So ein bisschen als Concealer-Ersatz. Falls ihr einen Wear-Test zu der Foundation haben wollt, es gibt ein komplettes Video. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, gibt es so eine kleine Lupe, da könnt ihr raufgehen und einfach e.l.f. eingeben. Und dann findet ihr alle Videos von e.l.f., von mir. Ich gucke mal, dass ich euch das Video aber auch hier in dem i verlinke. Ich wurde neulich darauf hingewiesen, dass sich das Ganze ein bisschen verändert hat. Das poppt einmal auf und dann nicht mehr. Und das ist halt ein bisschen doof, weil ich will euch ja nicht in der Mitte des Videos verlieren und dann müsst ihr wieder zurück, sondern ihr könnt dann am Ende einfach auf Content früher auf das i gehen und dann danach das Video aussuchen. Ich schau mal, wie ich das gelöst kriege. Aber die Base ist iconic. Ich möchte jetzt mit einem weiteren Produkt drüber gehen. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist ein e.l.f. Monochromatic Multistick. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist diese Monochrom-Looks, sagt der Name ja schon, ihr könnt damit auf die Lippen, ihr könnt damit auf die Augen, ihr könnt damit auf die Wangen, ihr könnt das damit kochen, ihr könnt damit backen, ihr könnt damit alles machen im Prinzip. Nein, das natürlich nicht, aber das ist ein fantastisches Produkt, ist recht reisetauglich, es ist recht klein, hier sind 4,4 Gramm drin, aber ihr braucht nicht viel davon. Also ihr seht, ich bin 2-3 Mal hier rüber gegangen und habe einen Blush, gibt es in vielen verschiedenen Farben, der sehr frisch ist. Also ihr seht, so ein bisschen Bewegung ist mit drin, ohne grobes Glitzer. Ne? Also das mögen viele beim Blush nicht. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Und ich stipple mir das einfach hier nur so ein bisschen rüber, um so einen leichten Blush-Effekt zu haben. Und seht ihr, wie schön der mit der Foundation schmilzt. Der ist matter als die Foundation natürlich und sorgt dadurch einfach so ein bisschen dafür, dass die Foundation an den Stellen schon gesettet wird. Ich würde fast sagen, das ist eine Cream-to-Powder-Formula. Das heißt also, ihr spart euch auch Produkt, wenn ihr einfach an den Stellen hier, an den Wangen und an den Apfelbäckchen, ihr braucht da keinen Puder mehr. Das geht so, das ist so frisch, das ist so nett, so kann man das tragen, hält. Unter den Augen würde ich tatsächlich gerne ein bisschen pudern. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal hier kurz lang, um die Creases rauszunehmen. Die wollen wir natürlich nicht mitsetten. Und mit dem Rest, den ich hier habe, gehe ich einfach hier so ein bisschen über die T-Zone. Und schaut euch bitte diese Base an. Frisch, gesund, Olivenöl mehr. Freunde, ich schwöre euch, irgendwann kommt ein Produkt von mir, sei es bei meiner Firma oder mit einer anderen Firma. Olivenöl mehr oder ein schöneres Wort als Olivenöl mehr. Weil, look at her. She's fresh, she's healthy, she's glowy, she's a goddess. Ich würde mir gerne ein bisschen was auf die Augenbrauen geben. Und das ist ein First Impression. Es gibt nämlich diese Bite-Size-Paletten. Davon gibt es auch Lidschatten-Paletten. Das sind dann immer so 4 bis 5 Lidschatten. Aber hier haben wir die Brow Palettes in Dark Brown und wahrscheinlich in Light Brown, nee, Taupe. Ich gehe erstmal mit Taupe rein, weil ich finde, meine Augenbrauen sind im Moment echt ein bisschen heller. Und das Packaging, das ist wirklich wie bei Apple. Wenn ihr ein neues iPhone gekauft habt, dann habt ihr auch so ein Ding, wo man dran ziehen kann und dann öffnet sich die komplette Verpackung. I love it. Das muss ich dazu sagen. Ich liebe das, weil oft ist es so bei Drogeriemärkten, dass dann so ein kleines Stückchen, so ein Mini-Stückchen Tesafilm dran geklebt, aber du kriegst es nicht ab. Egal, was du machst, du kriegst es nicht ab. Und hier hast du so eine Lasche, kannst es abmachen. Kannst es dann hier oben rüberziehen. Offen. Iconic. Simple, aber iconic. Hier sind ein durchsichtiges Wachs, ein gefärbtes Wachs und 2 matte Farben mit drin. Und ich gehe jetzt einfach mit einem Eyebrow Pencil in die dunklere und fülle mir das hier vorne so ein bisschen auf. Einfach für so ein bisschen Form. Ich mache im Moment tatsächlich echt fast gar nichts mehr mit meinen Augenbrauen. Dadurch, dass ich halt dieses Lash Lifting selber gemacht habe. Falls euch das interessiert, zeige ich euch das nochmal bei Instagram. Benutze ich nicht mehr viel. Gehe einfach so ein bisschen durch. Einfach nur so ein paar lose Lücken zu füllen. Im Moment, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es euer Augenbrauen-Trend im Moment. Tatsächlich ist bei mir weniger mehr. Ging schnell, ist gut. Ja, ne, ist so eine kleine Eyebrow-Palette. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen in dieses gefärbte Wachs und gehe einfach mal ein bisschen durch, um es so ein bisschen in Form zu bringen. Kann man machen. Muss man nicht, je nachdem, was eure Augenbrauenpräferenz ist. Da bin ich eh nicht so und sage, das ist das beste Produkt überhaupt, weil jeder macht seine Augenbrauen anders. Das haben wir. Jetzt kommen wir zu den Lidschatten und auch da gibt es super, super viele. Erinnert ihr euch an diese Mint Collection? Die war iconic. Ich habe hier aber die 18 Hit Wonder Palette. Das ist, glaube ich, auch eine recht gute Einsteigerpalette, um so ein bisschen sich an e.l.f. ranzutasten. Wir haben viele, viele matte Farben, wir haben viele zarte, aber auch ein bisschen stärkere Schimmers, die möchte ich heute aber nicht benutzen, denn es gibt
Und ich liebe die Produkte. Diese Liquid Glitter Eyeshadows. Und die sind so gut. Ich habe den blauen schon benutzt. Wollte hier heute mal den benutzen in der Farbe Flirty Birdie. Was auch sehr gut ist, sind diese Eyeshadow Sticks. Die habe ich schon benutzt in anderen Farben. Auch den habe ich schon genommen. Damit könnt ihr wirklich entweder einen kompletten Look machen. Ihr könnt sie auch ausblenden, aber die trocknen runter und dann bleiben die da. Kann man, um die Crease so ein bisschen bearbeiten, kann man als Guideline benutzen, wenn man einfach erstmal hier die Crease ausmalt und das dann ausblendet. Up to you, sind sehr gut auf der Wasserlinie, halten die fantastisch. Passen jetzt aber nicht zu dem Look, den ich gerne machen würde heute. Deswegen nehmen wir mal was anderes. Ich gehe mit dem fluffigen Pinsel hier in die Farbe Peachy und sette damit nur so grob mein Augenlid. Nur ein ganz kleines bisschen. Wir haben hier einmal diese Palette. Wie gesagt, hier sind 18 Farben drin. Wir haben helle Gelbtöne. Wir haben aber auch so einen schönen Multichrome-Ton, wie so ein Topper. Super, super gut. Schaut euch das an. Na, das ist Drogerie. Wir starten mit einem kleinen Packing Brush und gehen in die Farbe Supreme. Das ist ein, ja, so ein recht kühles Rotbraun. Ich lade den Pinsel gut auf und platziere mir die Farbe direkt in die Crease. Das ist meine dunkelste Farbe heute. Einfach so ein bisschen reinstempeln. Und ihr seht, das ist wirklich so ein toned down, dunkles Rot, ein sehr, sehr schöner Herbstton. Ich finde, das ist generell eh eine wunderschöne Herbstpalette, obwohl die jetzt nicht unbedingt für den Herbst gemacht wurde. Hier außen und gehe aber schon so ein bisschen hier aufs bewegliche Lid. Ihr könntet sogar diese hier benutzen. Die sind dann natürlich nicht ganz so krass pigmentiert. Das sind die Augenbrauenpaletten. Vielleicht probieren wir es gleich zum Verdunkeln. Ja, ich bin ja ein großer Freund von einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen schauen, ob man auch seine Produkte, die man schon hat, zweckentfremden kann. Mein neues Produkt, was bei mir rauskommen wird, das ist eigentlich was anderes gewesen. Und nur durch Zufall habe ich festgestellt, dass ich damit auch was ganz anderes machen kann, als ich die Muster gehabt habe. Ich probiere ja immer aus. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was mir daran gefällt oder nicht gefällt. Und dann habe ich festgestellt, hey, du kannst damit was ganz anderes noch machen. Das ist super praktisch. Farbe ist super schön. Dann gehe ich als nächstes mit einem sauberen Pinsel in die Farbe Heat. Da ist so ein bisschen Schimmer drin. Ich finde, da an der Stelle, wo die Farbe jetzt hinkommt, das ist nicht so schlimm, weil die ist schon wieder weiter außerhalb der Crease. Und damit blende ich einfach die Kante hier aus, nach vorne, einfach hier rüber. Ganz leicht. Nehme mir wieder ein bisschen Produkt auf und bleibe wirklich hier auf der Kante. Das soll ja wirklich nur so der Übergang sein. Super pigmentiert, aber nicht zu doll. Schaut euch mal an, wie schnell das geht. Ganz leicht, einfach nur hier rein. Nehme ich mir einen sauberen Pinsel, blende die Kante hier oben aus, um dann gleich anschließend mit dem Summer und Solar so ein bisschen zu mischen. Ich will es nicht zu gelb haben, sondern eher so ein bisschen in die Orange-Richtung. Einfach hier oben rüber zu gehen und wirklich den perfekten Herbstsonnenuntergang zu erzeugen. Ich fokussiere mir das Gelb hier vorne so ein bisschen prägnanter hin. Ich finde, das macht das Ganze dann nochmal so ein bisschen artistischer und spannender. Aber ihr seht, ne? Zart. Weil ich nur mit fluffigen Pinseln reingegangen bin, außer mit der ersten Farbe, habe aber einen trotzdem recht herbstlichen Look. Wir probieren jetzt aber nochmal hier wirklich den Hack mit der Augenbrauenpalette. Vielleicht ist es ja gar kein Hack, wer weiß. Und dafür gehe ich in den wärmeren Ton. Oh, der sieht pigmentiert aus. Und platziere mir das hier hin. Mega. Und jetzt, Freunde, probieren wir diesen goldenen Stick aus. Das kommt in so einem klassischen Liquid Eyeshadow Döschen. Riecht nicht, sehr gut. Und ich swatche es euch einmal hier rüber. Okay, wir ziehen uns damit einfach mal eine Cut Crease. Okay, der hat tatsächlich nicht so viel eigene Deckkraft. Deswegen warte ich mal kurz und gehe hier erstmal in die Farbe Penny. Und mische mir das so ein bisschen rein als Grundlage. Und dann kann ich mit dem Glitter einfach mal rüber gehen. Rüber, ja. Und jetzt seht ihr, gebe ich dem Ton Penny einfach nochmal so ein bisschen mehr Bewegung und mehr Dimension. Für den unteren Wimpernkranz mache ich jetzt nicht viel. Ich nehme einfach so ein bisschen vom Rest hier am Pinsel, gehe hier außen lang, den braunen Ton von der Augenbrauenpalette, einfach für so einen leichten Touch. Da der Augenlook recht hell ist, nicht zu dunkel, könnten wir eigentlich mit einem dunkleren Ton auf die Lippen gehen. Ich habe hier einmal den Seriously Satin Rouge Lippenstift in so einem schönen dunklen Rot. Sehr schöne Farbe.
Nektar, der ist so ein bisschen mehr orangelich. Ich glaube, ich gehe erstmal mit dem dunkleren. Schaut mal, der ist super cremig, aber nicht so schmierig cremig. Ne? Das ist halt so ein Set. Nicht matt, nicht glossy, recht schlicht und finde ich eigentlich ganz schön. Wir tragen uns ein bisschen Mascara auf. Die kennt ihr schon. Das ist die Big Mood Mascara. Ich liebe die. Das Bürstchen ist gigantisch big. Und ihr kommt damit wirklich auch überall hin, trotzdem, dass es so dick ist. Es gibt von e.l.f. auch super viele Mascaras. Ich finde, Drogeriemarken haben immer eh viele Mascaras. Da muss man sich einfach durchprobieren. Mascara ist aber auch eine sehr persönliche Sache, oder? Alright. Ich mache mein Make-up einmal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist doch ein bisschen doller geworden als eigentlich gedacht. Ich habe mir noch meine eigenen Lashes draufgeklebt. Kleine Eigenwerbung. Wenn ihr, egal was ihr gerade bestellt, bis heute ist Montag, Freitag, ist bei jeder Bestellung ein Gutschein mit drin für 10% auf die nächste Bestellung. Und die 10% gelten natürlich auch schon auf das neue Produkt. Wollte ich nur mal sagen, also schaut gerne vorbei. Von den Lashes haben wir noch ein paar, vom Gurchin glaube ich nur noch 10 und von den Mischplatten neigen wir uns auch bald dem Ende. Aber das ist einmal der Look. Lashes sind aufgeklebt, das ist der Style 100K, der ist doch so ein bisschen intensiver, als eigentlich der ganze Look geplant war. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, für das Geld, was die Produkte hier kosten, ist das ein fantastischer Look. Ich liebe den Lippenstift, ich liebe diesen Augenlook, dieses herbstliche, aber trotzdem nicht zu doll. Und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch alle Produkte, wenn ich sie finde, unten in die Infobox. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Probiert gerne mal was von e.l.f. aus, weil die Sachen sind Bomb. Schaut gerne vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.